Willkommen zurück zu Dynasty Warriors 3. Wir haben im letzten Part abgeschlossen mit der Shoe Story, denn wir haben auch die letzten optionalen Schlachten im freien Modus absolviert. Jetzt kann es wirklich weitergehen mit einer anderen Story. Und wie mache ich das immer? Natürlich kommt jetzt erst die Woo Story anstatt der Way Story. Genau, deswegen starten wir mit der Woo Story. Musu-Modus neues Spiel, natürlich original. Und das Ganze mit meinem Lieblings-Wu-Charakter. Ja. Es ist nicht Sun Jian, obwohl er auch cool ist. Es ist nicht Tai Chi Si, obwohl ich ihn auch sehr abfeiere. Es ist auch nicht Ganing, der geile Pirat. Nein, es ist Lu Meng. Ah, dieser Charakter ist so genial. War früher ein ausgebildeter Krieger und er hat sich immer mehr Taktiken angeeignet, sodass er am Ende auch zum brillanten Strategen wurde. Das Geile daran ist, er konnte dann sowohl taktisch denken als auch super kämpfen. Sein Multitalent und richtig cool, der Typ. Ich mag ihn. Wie sieht denn das andere Kostüm aus? Ah ne, in grün. Ist ja kein Schuhoffizier. Also, Story mit Lu Meng. Piratenangriff auf hoher See! Das ist eine exklusive Schlacht. Die kommt nur bei ganz wenigen Offizieren vor. Keine Einleitungssequenz hier. Bam, bam, bam. Ja, es ist ein bisschen strange. Keine Einleitungssequenz. Finde ich jetzt persönlich nicht so gut. Wenn man so eine Story startet. Aber so ist das so. Guck mal, ne? Das Schicksal hat jetzt entschieden. Nee, also Piratenangriff. Ist eine interessante Schlacht. Mal gucken, wer hier der Gegner ist. Ich weiß es nicht mehr genau. Wir schauen lieber erstmal, vor die vierte oder fünfte Waffe nehmen. Weißer Tiger oder der Kampftiger? Weißer Tiger hat auf jeden Fall schon mal den Vorteil, Schockschaden zu haben. Abwehr plus 53 Bogenabwehr, sehr wichtig. Abwehr zu Pferd ist sehr unwichtig, musst du aufladen. Also eine sehr defensive Waffe. Wir haben hier drei verschiedene Abwehrsachen. Und dann noch musst du aufladen, weil wenn man volles musst du hat, kann man sich auch aus einer Combo befreien, indem man den musst du aktiviert. Also auch ebenfalls ein defensiver Aspekt. Also vier defensive Attribute, wenn man so will. Krass. Hier bekommen wir mehr Leben, Angriff. Angriff ist schon mal gut. Angriff zu Pferd, erreichen, noch bessere Range. Und die Musu-Rüstung, was ist das denn? Und hier Lichtelement, also. Bin ja ein bisschen für den Kampftiger, aber wir büßen echt viel Abwehr ein. Dafür bekommen wir Leben. Ist echt schwierig zu sagen, muss ich sagen. Ich guck mal, was die Musu-Rüstung ist. Was ist das denn? Musu-Rüstung. Göttlicher Helm. Musu-Rüstung. Ah, keins. Ah, das ist natürlich geil. Wenn wir von Pfeilen getroffen werden, werden wir praktisch nicht gestunt. Wir erleben keinen Hitstun. Wir können einfach dann so durchlatschen. Ah, das ist natürlich geil. Ah, komm, wir nehmen den Kampftiger. Ihr habt nicht umsonst die fünfte Waffe freigeschaltet. So sieht's aus. Leibwachen ändere ich natürlich jetzt. Spielen wir jetzt die Wu-Story. Nehmen wir die Wu-Wache. Nicht in schwarz, bitte, denn wir sind rot. Befehle. Picke finde ich sehr gut. Weil wir haben ja selber eine Picke. Dann passt das. Aber was ist das denn hier? Hey! Sollen die mit Musu? Die kriegen Abwehr. Boah, länger was von denen haben. Sehr schön. Hören wir uns mal die Story an und schauen uns hier mal um. Wer ist denn der Anführer der Piraten? Es ist Kommandant. Ah ja. Okay, Lu Meng und Captain dürfen nicht sterben. Captain Falcon! Okay, ist ein anderer. Kommandant, du bist also mein Boss. Also der Endboss. Mein Boss ist der Captain. Vizekommandant, was ist das denn für eine Schlacht jetzt? Rück mal raus mit der Sprache, worum geht's hier? Auf dem weiten Meer verschwinden die Erinnerungen an vergangene Kriege. Plötzlich taucht am Horizont ein verdächtiges Schiff auf. An Bord befindet sich eine skrupellose Bande von Piraten, die sich reiche Beute erhoffen. Es nähert sich. Ach, Lu Meng hat doch nichts. Ja, wie? Ich weiß jetzt gar nicht, wie ich das zeitlich einordnen kann. Ich glaube, das ist sowieso eine erfundene Schlacht. Aber ganz ehrlich, ich weiß gar nicht, was danach kommen könnte. Sind die gelben Turbanen schon besiegt? Ist Song Jua schon besiegt? Wer weiß es schon? Keiner weiß es. Piraten-Pirates. Sun Jians Truppen versus Piraten-Pirates. Geil. Oh mein Gott.
Geiler Teamname. Piraten-Pirates. Mhm. Oh, Zwischensequenz. Sehr schön. Um eine Schlacht zu gewinnen, muss man schnell und unerwartet angreifen. Ah, herrlich. Oh Mann, das ist so geil. Piraten? One Piece! Pirate Warriors! Ne, warum ich eben gelacht habe, ist wegen Lumengs Synchro. Es ist einfach wirklich Pyro aus Pokémon. Das ist so awesome. Können das Schiff nicht den Piraten überlassen. Ja, oh, chill. Wir müssen den Piratenanführer finden und besiegen. Also, eine tiefe Stimme hat er. Na gut, mein Ding. Ah, nice. Ah, ich habe gar nicht die Items ausgerüstet, ne? Fällt mir gerade so ein. Naja, müssen wir mit leben. Zuerst die erste Schlacht. Werden wir schon durchstehen. Bam, bam, bada, bada, bam. Gucken wir mal kurz. Schiff, 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 Schiff. Schiff versenken, ne? Das können wir nicht. Echt gerade ein bisschen One Piece Pirate Warriors mäßig, ne? Hier auf See und alles von Schiff zu Schiff. Das ist der Prototyp, Freunde. Das hier ist der Prototyp von One Piece Pirate Warriors. Wenn ich ganz genau nehmen wollte, in der Tat Dynasty Warriors 2 der Prototyp, weil das ist der Prototyp aller Spiele in diesem Stile. Aber das habe ich ja schon im DW2 LP gesagt. Yeah! Hallo Menge, das ist natürlich ein cooler Kämpfer. Ich habe einen Offizier besiegt und vor allen Dingen in Dynasty Warriors 3 mit der Pyro-Synchro. Ich habe Pyro schon damals so abgefeiert im Pokémon-Anime. Aber, das ist einfach geil. Ich mag den Synchronsprecher auch sehr. Er macht seinen Job richtig gut. Bam! Du denkst, du kannst hier abbauen von mir? Hast du dich geschnitten, mein Freund? So, Red Hair, wie geht's den Captain Falcon? Dem geht's gut. Der kämpft nicht. Sehr schön. Wir müssen nur den Oberfeldkommandant von den Gegnern besiegen, oder was? Ja. Nur den Kommandanten. Oberbefehlshaber, Kommandant. Alles klärchen. Da wir das jetzt wissen, kann uns nicht mehr auffallen. Wir irren nicht jetzt nicht einfach in die Weltgeschichte um. Wissen, was wir tun. Okay, erstmal weiß ich, dass ich dich besiegen werde. Natürlich spielen wir wieder auf schwer, ist klar, ne? Brauche ich nicht zu erklären. Könnt ihr auch den Titel entnehmen. Ich habe einen Offizier besiegt. Ja, war nicht schwer. War ja kein richtiger Offizier, war nur so ein dummer Kommandant. Mein Gott. Ist das schon für eine Challenge? Man kennt auch, dass man hier im schweren Modus ist, dass die Abwehr plus 4 droppen. Tun die sonst nicht. Lass mich rein, ich will in die Kajüte. Das sind bestimmt voll die guten Piratenvorräte. Die haben bestimmt schon was erbeutet. Das ist bestimmt nicht das erste Ziel von denen. Okay, alright. Steht da jetzt eigentlich immer Pirat? Tatsächlich. Die Pirateneinheiten. Das sehen aus wie normale Gefreite. Das ist perfekt für eine erste Schlacht. Richtig chillig, richtig easy. Gar keine Challenge. Dass man sich erstmal richtig einspielt. Schön. Lass mich jetzt mal runter, danke. So. Dann sind wir auch wieder am Anfang. Es hat eigentlich nichts gebracht, die hier zu besiegen. Aber wir können sicher gehen, dass wir die ausgeschaltet haben. Weil ich glaube, wenn man zu den Kommandanten der Gegner vorstößt, dann kann es passieren, dass der tatsächlich hier diese Einheiten losschickt, sie den da abmurksen. Ach, hier kann ich gar nicht drauf. Wie blöd ist das denn gelöst? Ihr seid aber schlecht im Enter, meine Freunde. So was nennt sich Pirat. Sind die Straw Hats aber besser. Eieiei. Na gut. Gehen wir den ganzen weiten Weg wieder zurück. Gleich hätte noch das Tor einnehmen können, aber ne. Captain is in danger. Dieser Captain kann keinen Falcon Punch. Okay, wir lassen diese Captain Falcon Insider jetzt. Okay, er ist auch noch nicht am Kämpfen, aber kurz davor. Ich werde dies verhindern. Captain braucht nichts tun. Er schließlich Lumeng an Bord. Sehr schön. Alright. Dann gucken wir mal hier lang. Hier geht ja eigentlich der richtige Kampf ab. Ja. Hinter den feindlichen Drängen befindet sich dieser Piratenkommandant. Das sind interessantere Schiffe. Die sehen ein bisschen hochwertiger aus. Das müssen unsere Schiffe sein. Definitiv.
Ja, das sind die Wu-Schiffe. Ich lasse jetzt hier bei meinem Pferd stehen. Und hoffe, dass ich es nicht mehr brauchen werde. Weil die ich da hinten stehlen lassen habe, die gegnerischen Truppen. Rück mich das eh jetzt nochmal vor. Ich hoffe, die kommen da echt alleine klar. Also ich werde nicht mehr zurückgehen. Captain Falcon, bitte. So, Vizekommandant Pirat. Ja. Ah, Bogenschützen. Aber wie gesagt, hier. Ich wurde wieder getroffen. Jetzt merke ich, dass mein Controller vibriert. Ja, schon wieder. Aber I don't care. Wir können einfach weiterlaufen. Jetzt muss ich mich nicht so über die Bogenschützen aufregen, wenn ich jetzt tatsächlich mit dem Kampftiger spiele. Der fünften Waffe von Lu Meng. Oh, geile Dash Attack. Das war ein bisschen Ending-Lag, aber sieht einfach nur geil aus. Wunderschön. Vizekommandant. Show me your moves. Ah, und tschüss, man. Ah, nicht ganz. Ich habe einen Offizier besiegt. Hier, das sagt. Ich habe einen Offizier besiegt. Einfach nur geil, der Typ. Ich mag ihn. Ich mag ihn. Die Menge ist der coolste. Echt mein absoluter Lieblingsoffizier von Wu. Ich mag Sun Jian auch sehr und Ganning. Taishi Si. Die kommen nicht ansatzweise mit Lu Meng mit. Könnt ihr euren Lieblingsoffizier von Wu mal in die Kommentare schreiben? Würde mich auch interessieren. Ich denke, Lu Meng mögen die wenigsten, aber ich feiere diesen Typen, vor allem seine Synchro. Deswegen spielen wir mit Lu Meng. So. Ah, der Angriff. Super optimal. Der ist schon besser. Der ist auch cool. Greift halt mit den. Ja. Ah, wie soll man das sagen? Mit der anderen Ende, ne? Wo nicht die Klinge ist an. Der Griff, sag ich mal. Schleiert damit die Gegner weg. Ah, der beste Angriff ist halt wirklich der letzte, den man erst mit der dritten Waffe machen kann. Der war noch nicht gezeigt. Hat auch sehr viele Ending-Lag, muss man mit Bedacht einsetzen, aber fegt wirklich durch die gegnerische Reihen durch. Mit mir, wenn du nicht traust. Tja, du bist ein No-Name-Offizier, natürlich traue ich mich. Das ist ein Niemand. Aber erstmal möchte ich noch deinen Unteroffizier hier zerstören. Nein, ich möchte ihn nicht besiegen, ich möchte ihn zerstören. Du hast richtig gehört. Mit besiegen gebe ich mich nicht zufrieden. Ich möchte ihn total vernichten. Dass diese Piraten nie wiederkommen. So. Einmal hier durch und zack. Reicht natürlich nicht. Spiel im schweren Modus. Ich will den Torwächter hier besiegen. Sehr schön. Ah, Captain Falcon ist auch nicht in Danger, ne? Nö. Läuft. Ah, seht ihr das? Die Reichweite, wie geil das ist. Das ist halt der letzte Angriff. So. Jetzt wirklich zum Kommandanten. Den Bogenschützen ausschalten. Stör mich in diesem Modus jetzt nicht. Weil ich die Musu-Rüstung habe. Aber trotzdem, Schaden machen sie. Hey, vielleicht noch nicht in der ersten Schlacht, aber naja. Den Leibwächtern von mir gefällt es bestimmt nicht. So, oh, der hält aber schon was aus, muss ich sagen. Ach, ist ja lächerlich hier. Ah, der hält aber echt viel aus. Bitte vorsichtig. Oh, Captain Falcon kämpft, ne? Ja. Müssen wir uns beeilen. Nicht, dass hier jetzt der Captain wegstirbt. Ja, nimm das. Ah, das kann sich noch um Jahrtausende handeln, also bitte. Eieiei. Bis der mal ins Gras beißt. Ah, ist ja immerhin der Endboss. Kleine Challenge muss man ja haben hier. Und es war's. Naja. Wer zum Teufel seid ihr überhaupt? Ich habe dreckigem Ungeziefer, wie ihr es seid, nichts zu sagen. Ich dachte schon, er sagt, wir sind dein schlimmster Albtraum. Das wäre cool gewesen. Aber das auch, was du gesagt hast, Lu Meng. Never mind, wir haben gewonnen. Ja, ich weiß nicht. Wie gesagt, die würden dann wahrscheinlich, wenn man sich nicht um die Ostseite kümmert, würden die wahrscheinlich einfach auf den Captain vorrücken und dann stirbt der. Aber ich glaube, letzten Endes war es dann schon sehr unnötig. War es nur 8 Minuten die Schlacht? Lächerlich, Mann. Naja. Sonderpergament plus 3 nur. Wie schlecht. Na easy, echt. Bin ich mal gespannt, was die nächste Schlacht wird. Ich hoffe, ihr auch. Beschreiben wir unseren Zhengfei-Spielstand. Geschafft.
Jetzt die gelben Turbane? Come on! What? Okay. Also sehen wir immerhin mal endlich den Aufstand der gelben Turbane. Das wird nice. Das wird richtig nice. Wow. Cool. Ich freue mich. Und falls ihr euch auch auf die Woo-Story und auf die gelben Turbane freut, könnt ihr dem Video einen Daumen hoch geben. Falls nicht, könnt ihr es wieder favorisieren. Ansonsten sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Ich wünsche euch einen schönen Tag, bis zum Schau und danke fürs Ansehen. Macht's gut und schaut rein.